Wie funktioniert die Lunge? Die Lunge ist das Organ in unserem Körper, das dafür sorgt, dass der lebenswichtige Sauerstoff aus der Atemluft in unser Blut gelangt. Sie liegt im Brustkorb, gut geschützt von den Rippen. Sie besteht aus einem linken und einem rechten Lungenflügel. Beide sind von einem System aus luftleitenden Wegen durchzogen, den Bronchien. Die Bronchien enden in den sogenannten Lungenbläschen. Eine gesunde Lunge enthält rund 300 Millionen davon. Sie alle sind von einem Netz aus feinsten Blutgefäßen umschlossen. Durch die dünnen Wände der Lungenbläschen gelangt der Sauerstoff in die Blutgefäße. Mit dem Blut wird der Sauerstoff im Körper verteilt. Gleichzeitig gibt das Blut Kohlendioxid in die Lungenbläschen ab. Das Kohlendioxid nimmt den umgekehrten Weg wie der Sauerstoff und wird ausgeatmet. Die Atmung läuft normalerweise unbewusst ab. Man kann sie aber auch steuern, etwa beim Singen oder Tauchen. Die Atemmuskulatur sorgt dafür, dass sich der Brustkorb und damit auch die Lunge weitet. Dadurch entsteht ein Unterdruck in der Lunge und Luft wird eingesogen. Beim Ausatmen zieht sich die Lunge wieder zusammen, die Atemluft entweicht. In Ruhe atmen Erwachsene durchschnittlich 15 Mal pro Minute. Das entspricht etwa 300 Milliliter Sauerstoff, der über die Lunge ins Blut gelangt. Wissen ist gesund.